Was soll ich sagen? Dankeschön. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wofür bedanke ich mich? Ganz einfach. Und zwar habe ich die letzten Tage, nachdem ich mein Fanpostfach geleert habe, Briefe bekommen, die mich netterweise darauf hingewiesen haben, dass es vielen von euch leid tut. Und das nehme ich natürlich gerne zur Kenntnis. Logisches Hey-Ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Troll Wars. Dankeschön für die vielen Briefe, die ihr mir geschickt habt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig gerührt. Koppa hat in seiner Folge dazu aufgerufen, mir viele Briefe auf mein Postfach zu schicken, wo ihr euch entschuldigt. Dankeschön. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden in Relation, wo ich alle Briefe in den Wäschekorb gelegt habe. Das sind eine Menge Briefe, die hier reingekommen sind. Ich würde mich ja jetzt straight rächen, ihr kennt mich. Also, wenn ich jetzt auf den Server joine, kann es aber auch sein, dass ich direkt sterbe und nichts mehr habe. Silex hat meine Base nämlich komplett mit Lava überflutet. Ich weiß noch nicht, was in der Zwischenzeit alles jetzt schon passiert ist. Copper hat, glaube ich, noch eine Folge rausgehauen. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Ich joine, bevor ich jetzt aber joine und meinem Ende ins Auge blicke. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr mal Taurus wollt. Seid einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt und vor allem, wenn ihr sehen wollt, wie ich mich bei Copper räche, seid einen fetten, nee. Seid den Abo-Button durch. Genau das ist die Reihenfolge. So verpasst ihr kein Video mehr. Und genau, wenn ihr die Glocke drückt. Deutsche Sprache ist halt komplett kaputt. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Oh, yes! Das soll Silex ein großer Lava-Tsunami sein? Ich hab's auf seinem Thumbnail gesehen. Okay. Oh Gott. Es ist von Copper. Ah. Nein. Warte mal, was passiert, wenn ich hier schwarze Wolle drüber packe? Wow. So, mach mal die Lava weg. Oh Gott, Alter. Silex, du bist so ein Witzbold, Alter. Das ist ja nicht mehr feierlich. So. Ich glaube, er hat die Lava nur oberflächlich hier reingemacht. Vor allem, es regnet. Ist es Nacht? Weil dann könnte ich jetzt eigentlich schlafen gehen. Was zum Teufel? Der ganze Erdhaufen ist weg. Gott, Alter. Ich weiß nicht, was bei ihm verkehrt ist. Was ist das hier? Ist das ein echter Bedrock-Block? Hey, Logo, das hier habe ich gefunden. Es ist ein echter Bedrock-Block. Wollt ihr mich verarschen? Hey, Leute, ich bin's. Der Typ, der in Tor, was jede Folge fertig gemacht wird. Man muss aber auch dazu sagen, das habe ich auch ein bisschen verdient, weil ich habe Stylix in der letzten Folge echt hart rangenommen. Jetzt ist die Frage, was soll ich tun? Was soll ich tun? Damit komme ich nicht viel weiter. Was haben wir hier? Das wird schwer, die Lava hier rauszubekommen. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich bald in meinen Unterwassertempel gehen. Gott, ich muss aber, glaube ich, erstmal schlafen. Alter, der Regen ist super nervig. Jetzt hat er da unten einen Riesentrollo hingebaut. Alter, wie viel Freizeit hat Copper? Was ist das denn, ein Klemmbrett? Ah, ich hake das alles mal ab, weil geärgert hat er mich eigentlich genug. So, okay, zack, dann machen wir hier noch. Perfekt, und, die auch noch, okay. Das hat es abgehakt, okay, noch eine Seite. Ah, Mensch, okay. Und wir sind durch. Werfe ich den Cobblestone weg. Ein riesiger Trollo. Wow. Oh Gott, ein TNT-Haus. Oh Gott, ist das nicht wahr, oder? Was steht denn hier Schönes? Trollos Trollparty. Das ist automatisch gezündet. Explodiert das jetzt, oder was passiert da? Es ist doch ganz normales TNT. Das ist ja mal super strange. Ich frage mich, wo Copper das immer ausgräbt. Behalt das. Das jetzt normal ist? Okay. Ich habe einen Stack TNT jetzt zusammen. Das ist doch eine nice Sache. Den Rest lasse ich einfach erliegen. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Das ist auf alle Fälle super strange. Hier ist alles kaputt. Das ist auf alle Fälle nicht mein Stuff. Aber 3 Wolle, 3 Holz. Es verdammt! Ich hasse ihn einfach, Alter. Ohne Mist, was soll denn das? Das packen wir hier rein. Das brauche ich auch nicht. Alter, ich habe keinen Plan. Also, jetzt muss ich erstmal die Lava rausbekommen. Ich habe aber einen ganz spezifischen Plan. Ihr seht schon, ich habe das hier offen. Ich möchte mir gerne eine Portalgang craften. Dafür brauche ich aber einen Netherstar. Und dafür muss ich ja bekanntlicherweise... Also, es gibt dieses andere komische Crafting-Rezept hier, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Jedes Mal, wenn ich das aber andrücke, kommt da ein anderes Crafting-Rezept random raus. Ob das so funktioniert, weiß ich halt nicht. Also es sind halt meistens 3 Items nebeneinander. Aber so geht das nicht. Hier brennt doch was. Verdammt. Warte, es muss irgendwas sein, was möglich ist. Was ich craften kann. Aha. Irgendwas, was möglich ist. Ich glaube, ich bin fast schneller, wenn ich in den Nether gehe. Eine Blank Blueprint. Oh, geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ich glaube, wir sind wirklich schneller, wenn ich jetzt gleich in den Nether gehe, wir die Skelette zusammenfarme und wir den Wither wirklich besiegen. Wir machen das über den Nether. Zudem regnet es halt hier die ganze Zeit so penetrant.
Yeah. Ich wollte gerade in den Nether gehen, weil es ja die ganze Zeit regnet. Ach, die Wolle ist abgebrannt. Ah, ist direkt so ein Mantel wieder dahinter. Das ist Stylex, ein großer Lava-Tsunami. Alter Schwede, das kriege ich tausendmal besser. Und hättest du jetzt noch eine Base, Stylex? Ich würde dich fertig machen. XP-Apfelgerät, ich packe das hier eben mal hier rein. Käse, habe ich noch mehr als genug? Ich würde sagen, wie viel... Oh. Obsidian-Klumpen. Ja, aber das kann ich ja machen. Puh, also wir brauchen ein bisschen Seelensand. Das ist der einfachere Part. Wir brauchen Wither-Skelette. Das ist der große Part. Ah, Mist, das Ding ist leer. Habe ich noch irgendwo Gold? Verdammt, Kopp hat ja mein letztes Gold vercraftet. Und eine Kiste ist eigentlich hier drin. Nee. Wir müssen doch hier irgendwo noch Gold haben. Als ob ich hier nirgendwo Gold habe. Nee, das ist die Kiste, die kein Gold hat. Ach Gott, das ist mir irgendwie zu blöd. Da suche ich mir aber ein bisschen was wieder. Kann ich irgendwie Goldklumpen noch herstellen? Brauche nur einen Ofen. Ist hier nicht einer? Genau, hier. Dann kommt hier einfach ein bisschen Kohle rein. Und ich brauche die ein oder andere Gold... nein, er hat die Kiste auch nicht... er hat sie nicht kaputt gemacht. Ich wusste es. Schwupp. Nächste. Hier habe ich noch eine. Eine kommt hier rein. Wie viele von den Golddingern habe ich noch? 1, 2, 3. So, ich bin ein richtiger Survival-Künstler, ja? Das lernt man, wenn man diese ganzen Room-Escape-Maps, wie ich ja schon öfters gemacht habe, durchspielt. Dann kommt man nämlich an diese kniffligen Aufgaben, wo man irgendwie aus, einem alten Toaster irgendwie Diamanten machen muss. Okay, ich glaube wir holen mal noch 2 jetzt nach der, dann sollte das passen. Mit 4 bis 5 Goldklumpen sollte ich erstmal eine Weile hinkommen. Also mit 7 Goldklumpen hoffe ich, kommen wir erstmal eine Weile durch den Nether. Das kriegt er auf alle Fälle zurück, Leute, ihr wisst. Team Logisch wird da wieder zurückschlagen. Wir kämpfen ja momentan stark gegen Team Gelb und das letzte Mal habe ich ja Stylex mit seinen Ananas-Leuten getrollt. Jetzt steht es wieder an. Ich muss mich wohl rächen. Das ist jetzt alles hier mit Gras bewachsen. Jetzt habe ich mein Bett hier, jetzt kann ich auch erstmal kurz wieder schlafen, sonst spawne ich wieder am anderen Arsch der Welt. Okay, so, gib mir meinen letzten Goldklumpen. Okay, hier war direkt eine Festung, soweit ich das gesehen habe. Das ist eigentlich super. Das gibt mir so ein bisschen... Licht, zumindest so ein bisschen. So, das packe ich mir hier unten rein. Wow, das kam jetzt überraschend. Okay, hier ist eins. Die droppen ja nicht immer eins. Nein, das war der... Ach, war natürlich klar, dass das jetzt runterfällt. Verdammt! Die halbe Festung ist irgendwie im Stein drin, ne? Wither-Skelette können in Lava schwimmen? Ich gehe trotzdem nicht runter in die Lava. Ich sterbe dort eiskalt. Ich brauche eigentlich nur 3 Wither-Köpfe. Ich glaube, ich war das letzte Mal hier, wo wir dieses eine Teil gesucht haben. Oh, das kann doch nicht wahr sein, als ob das komplett im Stein drin ist. Oh, Obsidian nehme ich mit. Oh, bitte nicht. Oh, ich will nicht brennen, ich will ein verdammtes Wither-Skelett finden. Alter, die Kiste hat sich ja mega gelohnt. Oh, oh, nein. Ah! Alter, wieso spawnen hier so viele Blazes? Und? Kohle. Wow, da hinten ist noch eine Blaze. Oh, Mann, nee, so viele... Was zum... Alter, hier sind so viele Blazes. Oh, oh, oh. Vielleicht hätte ich mir einen Pokéball oder sowas mitnehmen müssen. Oh. Okay. Ich hatte doch aber eigentlich noch eine... Was mache ich denn? Ich hatte auch noch eine Regenerationsrune. War die nicht eigentlich hier vorne? Ja gut, dann warte ich jetzt, bis ich regeneriert habe und dann geht's ab in den Nether. Was brauche ich auch nicht? Ich würde sagen, den Cobblestone, das Klemmbrett und das kann ich noch ablegen. Damit ich ein bisschen Platz habe, damit ich in diesen intensen Situationen das einfach aufsammeln und dann wegrennen kann. Nicht in den Tod stürzen, nicht in den Tod stürzen. Ihr habt auch keinen Kopf gedroppt, wollt ihr mich verarschen? Da ist noch ein Wither-Skelett. Oh Gott, hier sind so viele Places. Wow, Alter. Nee, das ist... Es bringt gar nichts, weil das aus dem Block-Armor-Pack ist. Und weil das aus Block-Armor ist, übernimmt er zwar diese Rune als Rüstung, aber gibt mir nicht die Effekte davon. Ich krieg zwar 5 Rüstungshärte und 3 Rüstungen, aber ich kriege nicht den Effekt, weil das unterschiedliche Modpacks sind. Nein, also kann ich den Plan eigentlich auch streichen? Kann ich das hier reinpacken? Ja. Ja, dann bringt mir das ja wieder alles nichts. Ich muss so oder so in den Nether. Ich habe mir vorhin noch die Pokebälle gemacht. Das war relativ entspannt. Okay, der Plan ist, ich werde die nächsten Wither-Skelette, die ich finde, einfach... Wieso brenne ich denn jetzt schon wieder? Ich höre hier so viele Blazes. Das ist ja abnormal. Ich brauche halt keine Lohnrouten oder sowas. Ja, ein bisschen Eisen, das kann man ja mitnehmen. Ich glaube, hier bin ich noch gar nicht lang. Ein bisschen Gold noch. Oh, schon wieder brenne ich! Ich habe schon so viele Mod-Sachen, die es mir eigentlich vereinfachen müssten. Und trotzdem läuft es so hier. What the fuck ist denn hier oben los? Noch ein Wither-Skelett-Kopf. Gehe ich auf Nummer sicher. Ich glaube, einen fange ich ein, den anderen töte ich sofort. Okay. Okay, dich töte ich. Komm, drop mir.
Kohle! Oh, hallo. Oh, yes, perfekt. So, zack, du droppst mir jetzt endlich den Kopf. Oh Mann, bitte. Komm schon, komm schon. Du bist gestorben. Alter, 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 alter. Boah. Wieso spawn ich denn direkt neben einem? Der hat mir auch keinen Kopf gedroppt. Ich werde langsam verrückt. Ich höre doch schon wieder ein Skelett. Ah, und eine Blaze mit Nasennebenhöhlenentzündung. Ein Steinschwert! Wir haben auf alle Fälle jetzt die Wither-Skelettschädel zusammen. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht noch den Wither anfangen. Das wäre einfach geisteskrank. Ich habe für die Folge hier schon ultra viel aufgenommen. Leute, für die nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir den Wither besiegen, damit den Netherstar bekommen und die Portal Gun machen. Und mit der Portal Gun, was ich euch noch nicht gesagt habe, ist es dann viel einfacher von hier bis in meine Unterwasserbase zu ziehen. Das bedeutet, ich mache hier ein Portal auf und in meiner Unterwasserbase. Und dann ziehe ich quasi einfach von meiner Unterwasserbase, von hier, also jetzt, wo ich jetzt hier stehe, in meine Unterwasserbase. Und damit ist der ganze Quark gegessen und ich komme auch viel schneller von meiner Unterwasserbase wieder nach Hause. Und natürlich, wenn ich dann einmal umgezogen bin, kann ich damit auch richtig nice trollen. Leute, die Folge war ein absolutes Chaos. Ich werde mich natürlich noch an Copper und Stylix rächen. Ich bin aber diese Folge einfach nicht hinterhergekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, Leute, logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.